Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 95 von Mittelerde Lore. Und in diesem Video geht es um die Reittiere der Nazgul, jene schrecklichen fliegenden Wesen, auf denen die Ringgeister für Sauron ausflogen. Genannt werden diese Flugtiere zumeist Schreckenswesen. Tatsächlich kennen wir den richtigen Namen dieser Kreaturen nicht, sondern wissen nur, wie sie von den Menschen genannt wurden. Hier verwendet Tolkien im Englischen den Namen Fellbeast, was sich mit Schreckenswesen oder Schreckensbestie übersetzen lässt. Aber auch andere Namen für diese Wesen tauchen auf. So werden sie von den Menschen von Gondor während des Ringkrieges auch Höllenhabichte genannt. Und in einem seiner Briefe nennt Tolkien sie einmal die Nazgul-Vögel. Diese Bezeichnung für die Flugwesen gibt auch bereits einen Hinweis auf ihre Gestalt und Natur. Aus den Filmen kennen wir die Schreckensbestien ja eher als drachenähnliche Wesen. Doch eigentlich sind die Flugtiere der Nazgul keineswegs Drachen und haben in den Büchern auch eine etwas andere Erscheinung. Tolkien beschreibt sie als großen Vögeln ähnlich, mit Schnäbeln und scharfen Krallen, allerdings gänzlich ohne Federn. Stattdessen haben diese Schreckensvögel schuppige Haut und ihre Flügel sind wie gespanntes Leder zwischen den langen Fingern der Kreaturen. Sie haben lange Hälse und sind von gewaltiger Größe. Sie sollen noch größer gewesen sein als selbst die großen Adler von Mittelerde. Und zu alledem, was durchaus schon reicht, um furchteinflößende Reittiere für Saurons schrecklichste Diener zu sein, sondern diese Wesen auch noch einen starken Gestank ab. Zum ersten Mal in Erscheinung treten diese fliegenden Ungeheuer scheinbar in Herr der Ringe während des Ringkrieges. Nachdem die Nazgul durch die Flutwelle vor Bruchtal ihre Pferde verloren hatten und als Geister nach Mordor zurückkehren mussten, schienen sie dort mit ihren neuen fliegenden Reittieren ausgestattet worden zu sein. Als die Gefährten dann später am Anduin angelangt sind, taucht ein Nazgul auf einer solchen Schreckensbestie auf. Es flog über sie hinweg und sie sahen es als einen schwarzen Schatten am Nachthimmel. Legolas schoss einen Pfeil auf das dunkle Wesen ab und traf es, woraufhin es östlich vom Anduin abstürzte. Dabei gab es einen krächzenden Schrei von sich. Später tauchen die Nazgul dann immer wieder auf diesen neuen, schrecklichen Reittieren auf. Durch diese konnten sie Sauron als Späher und Boten dienen, die sich schneller über Mittelerde bewegen konnten, als es einem gewöhnlichen Reiter jemals möglich gewesen wäre. So flog ein Nazgul auf seiner Bestie über die Totensümpfe, während Frodo, Sam und Gollum diese durchquerten. Auch in Rohan erschienen die fliegenden Bestien. Als sich die Rohirrim für ihren Ritt nach Gondor sammelten, berichtete einer der Hauptmänner, dass er eine der Schreckensbestien über Edoras hatte fliegen sehen, die dort Angst und Schrecken verbreitet hatte. Gandalf riet den Rohirrim daraufhin, sich nicht im freien Feld zu sammeln, damit sie nicht so leicht entdeckt und aus der Luft angegriffen werden könnten. Dass die Höllenvögel im Kampf auch alles andere als ungefährlich sind, zeigte sich dann vor allem in den Kämpfen um Minas Tirith und Osgiliath. Bereits als Faramir ausritt, um Osgiliath zurückzuerobern, wurden er und seine Männer von den Nazgul auf ihren Flugtieren attackiert und stark dezimiert. Und dann, während der Schlacht auf dem Pelennor, ritt der Hexenkönig eines dieser schrecklichen Wesen in die Schlacht. Die Ungeheuer machten die ohnehin schon furchteinflößenden Nazgul noch gefährlicher. Mit Klauen und Schnäbeln konnten sie aus der Luft auf ihre Opfer herabstoßen und weder zu Fuß noch zu Pferd konnte man einem jener Wesen entkommen. Und Faramir schaffte es auch nur, weil Gandalf ihm zu Hilfe kam und die Nazgul vertrieb. Zusätzlich war es natürlich auch im Kampf ein Vorteil für die Nazgul, fliegen zu können. Für einen Heerführer wie den Hexenkönig erlaubte der Blick aus der Luft hervorragende Übersicht über das Schlachtfeld und die Nazgul konnten so auch aus der Ferne angreifen. So brachte zum Beispiel der Hexenkönig Theodens Pferd mit einem schwarzen Pfeil vom Rücken seiner Schreckensbestie aus zu Fall. Gegen solche Angriffe aus der Luft und gegen fliegende Späher konnte man natürlich viel schwerer etwas unternehmen, wenn man nicht gerade einen elbischen Bogenschützen wie Legolas zur Hand hatte. Wobei es aber auch Eowyn schaffte, einer der Bestien beizukommen. Ihr gelang es dem Reittier des Hexenkönigs, das sie am Boden angriff, den Kopf abzuschlagen. So sind die Flugbestien der Nazgul am Ende durch ganz gewöhnliche Waffen zu besiegen. Aber dennoch gehören sie wohl zu den mächtigeren Kreaturen von Sauron. Aber in seinem Arsenal an Kreaturen gehören sie auch eher zu den mysteriösen, denn es ist nicht viel über sie bekannt. Über ihren Ursprung erfahren wir in Herr der Ringe, dass sie aus uralten Zeiten stammen und ihre Art ihre eigene Zeit überlebt hatte. So sollen sie in versteckten Nestern in kalten Gebirgen überlebt haben, bis Sauron sie fand und sich ihrer annahm. Er fütterte sie mit üblem Fleisch und zog sie auf, sodass sie zu gewaltiger Größe heranwuchsen und zu bösen Kreaturen wurden. Dann gab er sie an seine schrecklichsten Diener. Mehr erfahren wir über sie aber leider nicht. Doch damit kann man zumindest schon einige Vermutungen anstellen,
was aber natürlich auch bedeutet, dass Sapir doch recht viel auf meiner eigenen Interpretation beruht. Eine Sache, die bei den Schreckensbestien auffällt, ist, dass ihre Beschreibung mit langen Schnäbeln, schuppiger Haut und federlosen Flügeln durchaus einem Flugsaurier gleicht, so wie sie früher oft beschrieben wurden. Auf diesen Vergleich wurde sogar Tolkien selbst in einem Brief einmal angesprochen und gab uns daher auch persönlich eine Antwort. Er schrieb, dass er zugeben müsste, dass man diesen Vergleich durchaus ziehen kann. Die Vögel der Nazgul und Flugsaurier sehen sich tatsächlich ähnlich, und Tolkien meinte sowohl in diesem Brief wie auch in Herr der Ringe, dass diese Wesen als Überlebende aus einer alten, praktisch prähistorischen Zeit gesehen werden können. Absichtlich schrieb er diese Ähnlichkeit allerdings nicht. Nazgul reiten also nicht etwa auf überlebenden Flugsauriern. Zumal wir auch die Welt von Arda seit ihrer Schöpfung kennen. Damit gibt es hier keine echte prähistorische Zeit, die nicht auch aufgezeichnet worden wäre. Aber dennoch sehe ich genau in jener frühesten Zeit von Arda den Ursprung dieser schrecklichen Flugtiere. Im Silmarillion wird beschrieben, wie Arda zum ersten Mal mit Leben gefüllt wurde und viele Tiere dort herumstreiften. Dann aber begann Morgoth die Welt und auch einige seiner Bewohner mit Bösem zu beeinflussen und zu korrumpieren. Durch seinen Einfluss sollen so manche der ersten Tiere von Arda zu Ungeheuern geworden sein, mit Hörnern und Hauern, die die Erde mit Blut tränkten. Meiner Meinung nach wäre eben jene frühe Zeit von Arda vor dem ersten Zeitalter jene Urzeit, aus der die Bestien der Nazgul stammen. In Herr der Ringe heißt es ja auch über sie, dass sie tauglich zu allem Bösen seien. Dies könnte darauf hinweisen, dass sie bereits Produkte des Bösen waren, bevor Sauron sie fand, also zu jenen Ungeheuern gehörten, die Melkor in den ersten Tagen des Lebens auf Arda erzeugte. Und einige wenige von ihnen überlebten eben die Jagden von Orome und die vielen Kriege des ersten Zeitalters und wurden auch im Krieg des Zorns nicht ausgelöscht. Wann und wo Sauron sie dann aber fand, bleibt unklar. Sicher ist nur, dass er sie dann nach Mordor gebracht hatte und weiter gezüchtet haben muss. Damit, dass er sie mit faulem Fleisch fütterte und sie dadurch noch größer wurden, ist wohl eben genau das gemeint. Sauron investierte seine Zeit und seine Macht in diese Wesen und schuf so die perfekten, schrecklichen Reittiere für seine obersten, schrecklichen Diener. Ähnlich machte es ja auch Morgoth im ersten Zeitalter mit Karkaroth, dem größten aller Wölfe. Auch hier wird beschrieben, wie Morgoth den Wolf mit blutigem Fleisch füttert, wodurch dieser gewaltige Größe erreicht. Ähnlich muss es auch mit Sauron und den Flugbestien gewesen sein. Wie viele dieser Flugungeheuer Sauron züchtete, ist aber ebenfalls unklar. Doch in Herr der Ringe hat jeder Nazgul mindestens eines. Und zudem konnte die Bestie, die von Legolas abgeschossen worden war, recht schnell ersetzt werden. Dies weist darauf hin, dass Sauron wohl eine ganze Schar dieser Kreaturen in Mordor gezüchtet hatte. Zu den anderen Reittieren der Nazgul, ihren schwarzen Pferden, sei gesagt, dass es sich bei diesen nur um gewöhnliche Pferde gehandelt hatte. Es stammten sogar wohl viele von ihnen einst aus Rohan. So berichtet Eomer, dass Orks immer wieder aus Rohan Pferde gestohlen hatten und dabei ganz besonders oft schwarze Pferde mitgenommen hatten. Diese wurden dann in Mordor weiter gezüchtet und ausgebildet, sodass sie Dunkelheit, Furcht und besonders die Anwesenheit der Nazgul ertragen konnten. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Mittelerde Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke meine Patreons und tschüss YouTube und bis nächstes Mal bei Mittelerde Lore.